Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Kingdom Hearts Final Mix. So, für die PS3. Mann. Im letzten Part sind wir hier in Traverse angekommen. Und wollen uns jetzt mal ein bisschen umschauen. So, wir haben mitbekommen, Donald und Goofy sind ebenfalls hier in Traverse. Und die suchen einen Schlüssel. Und wir haben ein Schwert in Form eines Schlüssels. Mensch, könnte das irgendwas bedeuten? Ich weiß es nicht. Na komm. So. Ja, ja. Komm mal her. Du Mistviech. Oh, die Rutschattacke gelernt. Schön. Das gefällt mir gerade so ein bisschen. Dass wir hier schon die eine oder andere Ability bekommen. Ich glaube, das hat sich im Final Mix auch geändert. Wenn ich es richtig im Kopf habe, bekommt man oder hat man die Original erst später bekommen, die Rutschattacke. Wie gesagt, glaube ich. So, hier einmal gekonnt rüberspringen, um die zweite Postkarte zu finden. Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Okay. Das wäre das. Ansonsten, ich glaube, hier kann ich nirgends rein. Nee. Da ist nichts zum Reingehen. So, kommt mal her hier. Zack und zack. Und komm schon. Du kleines Mistviech. So. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, dann wollen wir doch mal kurz unsere Rutschattacke auch ausrüsten. So, rutsch auf einen weit entfernten Gegner zu und greif an. Klingt gut. Jo, das sieht auch ganz cool aus. Okay. Das machen wir. So, dann haben wir jetzt auch eine kleine Distanzattacke. Okay. Zack, zack, zack. Alles einsammeln. Alles meins hier. Alles meins. So, dann gehen wir hier mal kurz in die Hotels rein. Er scheint nicht hier zu sein. Such weiter. Ich werde nicht versuchen, Donald und Goofy richtig zu synchronisieren. Wobei, Goofy würde wahrscheinlich sogar noch funktionieren. Aber trotzdem, nee. Noch verschlossen. Okay. Noch verschlossen. Hier drin kann ich also gerade so gar nichts machen. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Hä? Hä, sag ich. Okay, was haben wir hier sonst noch? Mehr von diesen kleinen Mistviechern. Ich glaube, wir haben noch nicht erfahren, wie die heißen. Deswegen sage ich das auch noch nicht. So, die Villa mit Kniff. Aha. Dann schauen wir da doch mal. Hm, wo ist der? Leon! Gut, hier haben wir die Villa mit Kniffer. Ich erinnere mich. Okay. Hier ist einiges an Zeug, wo wir definitiv erst später rankommen. Weil uns dafür jetzt aktuell noch was fehlt. Na gut. Ich glaube, ich komme hier auch aktuell noch an gar nichts weiter ran. Eben weil mir noch was fehlt. Und ich dieses Etwas, glaube ich, für wirklich alles brauche. So, na? Okay. Hey. Und kommt schon. Ihr kleinen Mistviecher. Lasst euch doch von mir besiegen und gebt mir Erfahrungspunkte. Wie wär's, hä? Tut doch einfach das, wofür ihr da seid. Mir beim Leveln helfen. So, sehr schön. Wow. Das sind ein paar viele auf einmal. Wobei waren auch nur 5 oder sowas, ne? Sah nur aufgrund des Kamerawinkels nach so viel aus. Naja. Ja, ich hab's ja verstanden.
So, hier. Zack, weg mit euch. Und weg mit dir. Und da kommen noch mehr, natürlich. Aber das ist eine schöne Trainingseinheit. Von daher nehme ich das auf jeden Fall auch mit. So, zack. Und, aua. Ihr dummen Scheißviecher. So. Mann. Ah, kommt schon. Block doch nicht alles, was ich mache. Das nervt so langsam. So, zack, zack. Ja. Dumme Mistviecher hier. Ah, ein Luzidsplitter. Schön. Wow. Wow, waren das gerade 9 Stück? Hab ich das richtig gesehen? Alter Vater. Jetzt wollen sie es aber wissen hier. So. Kommt schon. Zack. Haben wir es so langsam? Ich glaube, jetzt haben wir es. Sehr schön. Ach ja. Und das kann man jedes Mal machen, wenn man die Villa mit Kniff betritt. Zumindest, wie gesagt, so wie ich das gerade im Kopf habe. Was? Ziemlich wackelig. Da kann ich jetzt nicht drauf klettern. Och, schade. Ich wollte aber. Na gut, dann nicht. Dann halt nicht. So, dann gehen wir hier nochmal kurz durch. Ja, auch nicht. Das kann eine Weile dauern. Die 99 Welpen wurden über viele Welten verstreut, als ihre Welt zerstört wurde. Finde und rette sie. Okay. Ja, dann wollen wir hier ein paar Welpen retten, denn aktuell ist das hier ein bisschen leer alles. Ne, hier sind zwar Pongo und Perdita heißt sie, glaube ich. Aber das war's auch und... Na, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob die beiden das so toll finden, hier die ganze Zeit allein zu sein. Ich meine, dann sehen ihre Welpen zumindest nicht... Oder können die beiden... dann können die beiden nicht von ihren Welpen beim Erzeugen weiterer Welpen überrascht werden. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Hauptziel. Ja, von daher, ja. Ich verstehe es schon. Ich verstehe es auf jeden Fall. So, zack. Ja, ja. Ja. Weg mit euch. Ihr Mistviecher. So, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch hier gleich mal lang. Und uns diese Kiste hier holen. So, zack, eine Potion. Danke sehr. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich hier hinten an die Kiste schon rankommen kann. Ich glaube ja, ich weiß es, aber ja klar. Okay. Ey. So. Ein Diamant. Schön. Und was haben wir hier? Eine weitere Potion. Nice. Gefällt mir. So darf das gerne bleiben. So, euch erledigen wir noch, weil, warum nicht? Ne? So, komm mal her. Zack. Dankeschön. Okay, viele, viele Taler gesammelt. Wir sind schon bei 200 und? Nice. Das gefällt mir tatsächlich. Okay, hier kann ich sonst nichts weiter Sinnvolles machen. Deswegen gehen wir doch wieder nach Traverse Nord. So, und... Ey. Ihr kleinen Mistviecher.
Ich will euch doch nur erledigen. Also lasst mich doch einfach mal in Ruhe hier. Lasst mich euch doch einfach in Ruhe töten. Wie wär's? Also, töten ist so ein schlimmes Wort. Ausschalten. ich glaube hier lang. Muss ich als nächstes? Bin mir gerade ein bisschen unsicher. Aber ich denke ja. Ich denke, hier bin ich richtig. So. Okay. Da nochmal Gegner. Nee? Okay. Auf nach Traverse Ost. Ja, komm schon. Ihr Mistviecher. So, hier. Sehr schön, noch ein Level up und noch mehr Angriffskraft. Mehr Angriffskraft ist immer gut. Mehr Angriffskraft nehme ich jederzeit gerne an. Ja. Komm. Geh mir aus dem Weg, du. Du Mistviech. So, hier auf dem Platz haben wir noch ein paar von den kleinen Teilen. Okay. Ja. Oh. Ausgewichen. Das ist aber nicht nett. Dass du mir hier einfach so ausweichst. Okay. Oh, ja. Ich hab's ja verstanden. Hier sind kleine Scheißviecher. Okay, eine Flamme. Hm. Gut, mit Flammen habe ich jetzt aktuell eher weniger zu tun. Von daher, kann ich da jetzt erstmal nichts machen. So, was haben wir denn hier noch? Ich sehe da ein großes Schlüsselloch. Scheint verschlossen. Okay. Können wir also auch nichts tun. Naja, dann geh nochmal zurück. Dann scheine ich hier doch falsch zu sein. Okay, wo muss ich denn noch hin? Hier den richtigen Weg auf Anhieb finden, ne? Ich muss halt so ein paar Dinge triggern, bevor ich, bevor es weitergeht. Aber ich weiß nicht mehr, was genau ich alles triggern muss. Was so ein bisschen nervig ist. Aber naja. So, sehr schön. Oh, noch ein Luzidsplitter. Nice. So, muss ich hier geradeaus nochmal durch? Kann ich hier geradeaus überhaupt durch? Nee. Da ist nichts weiter. Moment. Durch die Tür bin ich noch nicht von hier aus gegangen. Aha. Leon! Herr Leon! Wo sind Sie? Okay. Jetzt eventuell. Jetzt könnte es eventuell passen. Denn jetzt bin ich hier durch ziemlich jede Tür in Traverse Nord gegangen. Durch die ich durchgehen konnte. Das heißt, jetzt könnte ich hier in Ost das triggern, was ich im Hinterkopf hatte, dass ich das triggern möchte. So, kommt ja hier. Zack. Zack. Okay.
Gut. Unbewohntes Haus. Oh, ich kann da sogar rein. Nice. Bringt mir das jetzt schon irgendwas? Hm. Ha, sieht nicht so aus, als würde mir das irgendwas bringen. Oder mal schauen. Irgendeine Kiste oder so? Nö. Nö. Okay. Dann nicht. Dann gehen wir wieder. Auch gut. Auch in Ordnung. So, na denn. Zack, kommt her. Kommt her, ich will euch doch nur erledigen. Dankeschön. Aber irgendwie passiert das, was worauf ich jetzt gerade warte, immer noch nicht. Habe ich noch irgendeinen Trigger vergessen? Ich weiß es gerade nicht und das stört mich. Ah, Moment, hier hinten kann ich noch hoch, genau. Genau. Eventuell war hier noch irgendwas, was ich machen muss. Oder dass ich hier noch Gegner erledigen muss oder so, keine Ahnung. Es ist jetzt hier tatsächlich gerade so ein bisschen rumgerate. Was mir persönlich auch so gar nicht gefällt. Aber ich hab's halt nicht mehr im Kopf. Ist halt Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal Kingdom Hearts gespielt habe. Und von daher, okay. Moment, ich bin... Ja, komm, ist mir jetzt egal. Ich renne jetzt einfach an den vorbei. Ich bin auf der Seite hier noch nicht reingegangen. Aber das macht auch keinen Unterschied, wie es aussieht. Okay, noch verschlossen. Auch noch verschlossen. Und ebenfalls nicht offen. Okay. Wenn ich jetzt von hier aus wieder nach Mitte gehe, passiert auch nichts. Außer, dass hier jetzt auch so Scheißviecher auftauchen. Naja. Ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie gefährlich werden. Aber trotzdem, irgendwie... Irgendwas fehlt noch. Aber die Sache ist die, ich weiß, dass dort in Traverse Ost ein Bosskampf kommt. Ich weiß nur nicht mehr genau, was ich vorher noch triggern muss, damit der kommt. Das ist das, was mich jetzt gerade so ein bisschen stört. So, erstmal... Ja, komm. So, erstmal haben wir jetzt zwei Postkarten, die wir verschicken können. Eine Hütte, das ist schön. Für die zweite gibt es einen Betrilerz, das ist auch schön. Nehmen wir halt einfach mal mit. So. Sagst du vielleicht noch irgendwas Interessantes? Immer noch nicht gefunden? Nee. Okay. Eventuell... Ah, ich war noch nicht im Itemladen. Ich war noch nicht im Itemladen. They'll come at you out of nowhere. Who are you? And they'll keep on coming at you. As long as you continue to wield the Keyblade. But why? Why would it choose a kid like you? Hey, what's that supposed to mean? Never mind. Now, let's see that Keyblade. What? There's no way you're getting this. All right. Then have it your way. Hallo Squall. So, das nenne ich doch mal hier eine Kombo.
Autsch. Na? Magst du nochmal Magie auf mich schießen? Ja, magst du. Okay. Wow. Da hast du schneller gekontert, als ich es erwartet hatte. Sehr schön. Erledigt. Nein. Oh, you're slipping, Leon. Das ist Leon? I went easy on him. Das ist auf jeden Fall Yuffie. Than we thought. A lot worse. Da haben wir auf jeden Fall Yuffie. Okay. Das kam also noch vorher. Na gut. Meinetwegen. Wo bin ich? Sora! Kairi! Das war gerade eine Cutscene, die im Final Mix hinzugefügt wurde. Diese wurden leider Gottes nicht synchronisiert. Gosh, there's nobody here. Sure is spooky. Actually, I'm not scared. Excuse me, did the king send you? Ich dachte, du bist tot. Was machst du hier, Aeris? Come on, lazy bum. Wake up. You okay? I guess. Those creatures that attacked you are after the Keyblade. But it's your heart they really want. Because you wield the Keyblade. I'm so glad that you're okay, Kairi. Kairi? Who are you talking about? I'm the great ninja Yuffie. I think you might have overdone it, Squall. Also doch, Squall. That's Leon. Verstehe. Keyblade. Yeah, we had to get it away from you to shake off those creatures. It turns out, that's how they were tracking you. It was the only way to conceal your heart from them. But it won't work for long. Still, hard to believe that you, of all people, are the chosen one. Oh. Well, I suppose beggars can't be choosers. Why don't you start making sense? What's going on here? Okay. You know there are many other worlds out there, besides your castle in this town, right? But they're supposed to be a secret. They've been secret, because they've never been connected. Until now. When the Heartless came, everything changed. The Heartless? The ones who attacked you, you remember? Those without hearts. The darkness in people's hearts. That's what attracts them. And there is darkness within every heart. Hey, have you heard of someone named Ansem? Ansem? He was studying the Heartless. He recorded all of his findings in a very detailed report. Gosh, can we see it? Its pages are scattered everywhere.
Scattered? Too many worlds. Oh, then maybe the king went to find them. Yes, those were my thoughts exactly. We've got to find him, quick! Red! First we need that key! That's right. The Keyblade. So, this is the key. Exactly. The Heartless have great fear of the Keyblade. That's why they'll keep coming after you, no matter what. Well, I didn't ask for this. The Keyblade chooses its master, and it chose you. So, tough luck. How did all this happen? I remember being in my room. Wait a minute! What happened to my home? My island? Riku! Kairi! You know what? I really don't know. Schön, wie er sich um Riku und Kairi Gedanken macht. Aber nicht um seine Mutter zum Beispiel, die ja auch auf der Insel war. Wir hatten ja gehört, wie sie ihn zum Essen gerufen hatte. Naja, wie auch immer. Das soll es jetzt für diese Folge auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.